Wir haben euch ja schon lange angeteased, dass wir bald in den Urlaub fahren. Das sind wir jetzt. Es ist soweit. Deswegen liebe Urlaubsgrüße aus den Vielleicht Niederlanden. Vielleicht haben wir auch schon einen etwas schöneren Tag. Ich hab halt jetzt auch, Bronzer nicht. Drauf, ne? Ja. Oder auch nicht. Wir haben unser Bestes gegeben. Einen Strandtag hatten wir schon dabei. Vielleicht anderthalb. Anderthalb? Ja, okay. Also, wir sind am Donnerstag angereist. Bei bestem Wetter. Wir hatten gute Laune. Wir haben dann direkt eine Carpool-Karaoke gemacht, wie immer, was ja bei uns nie fehlen darf. Ich habe, glaube ich, ein paar Tage vorher so eine Playlist angelegt mit 50 Liedern. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Hier ein paar kleine Einblicke vom Carpool-Karaoke. Kurz bevor wir losfahren wollten, ist Vera stehen geblieben und meint so, ich habe meine Bücher vergessen. Oh, die wir extra für den Urlaub eingekauft haben. Ihr habt die aus dem Vlog, wo wir Bücher gekauft haben. Dann sind wir nochmal zu ihrer Wohnung gefahren und dann sind wir wieder zurückgefahren. Die gleiche Rechnung wieder zurück. Nur für die Bücher. Aber man musste Veras Verteidigung sagen. Vera hat gestern ein Buch an einem Tag gelesen, was 400 Seiten hatte, 450? 410 oder so, ja. Wow. Also, obviously, war ein gutes Buch, offensichtlich. Und offensichtlich schafft Vera auch viele Bücher im Urlaub, von daher war das komplett gerechtfertigt. Ich im Gegenzug habe 1, 2, 3, 4 Bücher für mich und nochmal 2 Bücher für Vera. So eine Tasche war voll mit Büchern. Wir haben dann den ersten Abend am Strand verbracht, das war sehr schön. Und am zweiten Tag war ein richtiger Strandtag. Also es waren 27 Grad oder so. Doch, sieht auch so aus. Kinder cremt euch ein. Ich habe mich eingecremt zweimal, aber anscheinend war es nicht genug. Nächstes Mal mit der 50 Plus Sonnencreme. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Dann haben wir nochmal gekocht. Und Bachelorette geguckt. Oh ja, die erste Folge. Of course. Mhm. Und dann weitergelesen bis 2 Uhr nachts oder so. Und dann hat Vera ihr Buch beendet. Plötzlich. Musste, ging nicht anders. War zu spannend. Ja, und jetzt dachten wir, müssen wir doch nochmal die Kamera irgendwann auspacken. Jetzt sind wir auch wieder ready für den Vlog und wollen euch als erstes noch eine Roomtour zeigen, bevor wir dann heute Abend noch was zusammen kochen. Und Burritos. Stimmt, Burrito. Ich dachte gerade, was redet sie? Ah Burrito. Ja, und dann gucken wir noch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht Princess Charming. Irgendwas mit Volleyball kommt heute Abend noch. Achso, ja, die WM ist gerade in Rom. Gucken wir eventuell Bachelorette, zweite Folge oder Princess Charming. Oder wir lesen, oder wir machen beides. Alles.
Let's see. Okay. Der Abend ist noch jung. Also, Roomtour von unserem Airbnb. Let's go. Hello, hello. Welcome to our crib. Wir haben ein Airbnb gemietet. Franze führt euch jetzt durch. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Also hier ist die wunderschöne Eingangstür mit Vorhängen, weil wir eine Glastür haben. Und dann stehen wir auch schon hier drin. Und theoretisch kann man mit einem Schwenk von den ganzen Raum zeigen. Ja, kann man. Aber im Detail. Man kommt rein, hat hier eine Kommode, da haben wir unsere ganzen Klamotten drin. Hier unsere 1000 Paar Schuhe und unsere Koffer. Die einzigen Spiegel, die weit genug unten hängen, dass ich mich darin sehen kann. Thanks to the Vermieter. Dann haben wir hier unseren Essbereich. Was ziemlich cool ist, die Tische sind nicht so schwer. Heißt, wir haben die auch schon mal draußen in den Außenbereich getragen. Können dann also auch draußen essen. Und hier unser großes Bett. Mit fragwürdigen Gemälde drüber. Ja, ein Vogelbild drüber für die Vogel. Aber, ja. Unter uns. Hier haben wir noch eine kleine... Ein kleines Kallax-Regal ist das. Mit Essen und Kamera-Equipment. Und hier ist die Küche mit einem sehr komplizierten Gasherd, den wir aber mittlerweile bedienen können. Nachdem wir uns bei unserem Nachbarn ein Feuerzeug ausleihen mussten. Und fünfmal die Hände verbrannt haben. Aber mittlerweile funktioniert es. Die Lampen auch sehr schön, so ein bisschen zu tief für Vera. Kurze Demonstration, also Vera passt einmal drunter, aber... Mit Druck passe ich hier nicht drunter und dann domme ich hier immer dagegen. Ja, wir stehen halt hier, machen unsere Sachen, kochen, essen und Vera jedes Mal... Das ist quasi ungefähr jedes Mal so. Ja, bist du wieder? Not for people. Ja, okay, und dann haben wir ein Klo mit Tür. Wir hätten ein Airbnb ohne Tür auch haben können, ja. Aber dann dachten wir, Tür schon ganz angenehm eigentlich. Also, ja. Geh da mal am besten alleine rein. Ist halt auch maximal unspektakulär. Ja, und auch super klein. Also ja. Ein kleines Klo, eine also, kleine Dusche, kleines WC, Dusche, ne, Waschbecken. Ich? Ja, und dann, Franzi, was hast du da noch mitgebracht? Ja, das ist unser, ein Teil unserer Bücher. Das sind ja noch nicht mal alle. Also das sind jetzt fünf. Eins davon liegt da und zwei liegen noch auf Veras Nachttisch. Mhm. Also das ist so unser Hobby wohl. Das war's von drinnen. Wir haben noch einen kleinen Außenbereich, den wir aber bis jetzt, den wir schon sehr oft genutzt haben. Ja, genau. Hier draußen sitzen wir eigentlich jeden Abend, wenn es nicht zu kalt ist. In dem kleinen, aber feinen Außenbereich. Ja, die Sonne scheint ja auch immer perfekt rein. Wir haben uns auch schon mal draußen gesonnt. Wenn von hier oder von da die Sonne kommt, kann man sich hier auch gut sonnen. So, Kamera-Akku blinkt, wie immer. Okay. Jetzt kochen wir. Ja, was gibt es? Burritos. Let's go.
Nach langer Ankündigung war das jetzt unser erster Start in den Urlaubsvlog. Euch erwarten auf jeden Fall noch eine Tour nach Den Haag und noch eine Tour nach Amsterdam. Dann haben wir hier noch einen oder anderen Beachday. Mhm. Hoffentlich bleibt das Wetter so gut wie angekündigt. So. Also see you in the next one. Und nicht vergessen, ne, wenn ihr cool seid, dann gebt ihr Däumchen nach oben. Und wenn ihr noch cooler seid, also so obercool, dann gibt's das Abo. Down here. Und teilt das Video mit euren Freunden, wenn ihr die allercoolsten seid. Ihr seid mega cool, ne? Richtig cool. Also, ne? Und wir sind total uncool. Voll.